Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir wieder was ganz Tolles, was wir gemeinsam basteln werden. Und zwar diese wunderschöne Schmuckschale hier in Einhornform. Wie das genau gemacht wird, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Wir wollen uns zuallererst eine Schablone anfertigen. Und dafür brauchen wir einen runden Gegenstand oder einen Zirkel. Und machen hier einmal einen Kreis um den runden Gegenstand. Dann schneiden wir den Kreis aus. Jetzt wird der Kreis einmal in der Mitte gefaltet. So haben wir einen halben Kreis. Jetzt benötigen wir ein weiteres Blatt. Das nehme ich hier einmal zur Hälfte, knicke das einmal, lege den halben Kreis hier an. Zeichne den hier einmal ringsherum. Und jetzt malen wir uns noch ein Horn dazu. Je nachdem, wie groß ihr das haben möchtet. Und mit etwas Abstand ein Ohr. Anschließend schneiden wir das ringsherum aus. Wenn wir es aufklappen, haben wir jetzt den Kopf vom Einhorn. Das ist jetzt unsere Schablone, die legen wir jetzt ganz kurz zur Seite und dann geht es weiter mit der Knete. Ich habe drei verschiedene Farben jetzt hier ausgesucht an Knete, die kann man auch im Ofen backen und die muss jetzt erstmal warm geknetet werden. Ich habe jetzt hier die drei Farben schön warm geknetet. Jetzt nehme ich mir die Hand und roll die jetzt hier so länglich aus. Sollte schön gleichmäßig sein. Ist jetzt ungefähr so dick wie mein Bleistift gemacht. Und jetzt ist die zweite Farbe an der Reihe. Da machen wir das Gleiche, ebenfalls natürlich auch mit der dritten Farbe. Ich habe sie jetzt ungefähr so gleich lang gerollt. Ich will jetzt hier einmal die Mitte finden. Die ist hier, die habe ich mir jetzt markiert. Nehme es wieder lang. Schneide es jetzt hier einmal durch bei der Markierung. Und dann setze ich es hier unten noch mit dran, sodass sich die Farben immer wechseln. Jetzt drehe ich das Ganze. Schaut mal. Sieht richtig toll aus. Das drehe ich jetzt. Roll das ein zu einer Schnecke. Und dann wird es nochmal richtig gut durchgeknetet. So lange, bis die gewünschte Marmorierung für euch vorhanden ist, dann können wir es einmal platt ausrollen. Ich werde es jetzt hier noch mal so länglich ausrollen. Sieht man schon die wunderschöne Marmorierung. Und jetzt drehe ich es hier noch ein letztes Mal ein. Knete es noch mal durch und dann müsste es eigentlich auch schon reichen, sodass ich es ausrollen kann. Zum Ausrollen könnt ihr entweder Nudelholz verwenden, am besten wäre natürlich mit Silikon, oder aber ihr habt von euren Kindern vom Kneten vielleicht ein Utensil, das habe ich in dem Fall, zum Ausrollen. Leicht andrücken. So, also wenn ihr jetzt die gewünschte Größe habt für eure Schablone, legt ihr am besten nochmal an, ob das passt. Ja, das passt von der Größe. Ich habe übrigens hier vorher noch ein bisschen Backpapier drunter gelegt.
Das ist ganz wichtig, weil ich hatte jetzt hier eine Bastelmatte drunter und da klebt es dann ein bisschen dran, wenn man es ausrollt. Also empfehle ich euch, ein bisschen Backpapier drunter zu legen und das dann auszurollen. Und jetzt werden wir die Schablone hier anlegen. Wir brauchen ein Bastelmesser und dann schneiden wir das jetzt hier ringsherum um die Schablone entlang. Vorsichtig abziehen an der Seite. So, jetzt sind wir einmal rum. Schablone vorsichtig abmachen. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen an der Seite so ein paar Stellen habt, die ihr ein bisschen korrigieren möchtet, dann macht das auf jeden Fall jetzt. Dann nehmt ihr euch eine Schale. Nehmt ganz vorsichtig hier die Knete ab vom Backpapier und legt es vorsichtig in die Schale. Jetzt wollen wir, dass das so eine kleine Rundung bekommt. Jetzt kommt die Schale samt Inhalt, das heißt also samt der Knete, für circa 30 Minuten in den bereits vorgeheizten Backofen. Schaltet den auf 110 Grad ein, Ober- und Unterhitze. Und dann kommt das Ganze aufs Backblech auf die mittlere Schiene. Nach dem Backen lasst ihr die Form jetzt erstmal auskühlen und anschließend könnt ihr das Ganze ganz vorsichtig mit einem Bastelmesser hier herauslösen. Na, jetzt will ich es gerade nicht. Jetzt haben wir es. Und jetzt könnt ihr entweder das noch anmalen oder ihr lasst es so. Ich habe jetzt hier noch zwei Farben, einmal einen goldenen und einen schwarzen Stift und damit werde ich das Ganze jetzt noch zum Schluss anmalen. Ja, und schon ist die Schmuckschale hier fertig. Jetzt könnt ihr euren Schmuck hier reinpacken und wunderschön aufbewahren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da und lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Videos sehen möchtet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Dann bis zum nächsten Mal bei meiner Bastelwelt. Tschüss!